Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, hier in Crusader Kings 3 mit den Magyaren, hier mit den Vorläufern der Ungarn. Im Bereich des Etelkösch sind wir hier im Zweistromland oder Zwischenstromland, sollte man eher sagen. Zweistromland ist noch was anderes. Zwischenstromland zwischen Dnister und Dnieper. Und unser Anführer, der bereitet sich jetzt auf einen eigenen räuberischen Feldzug vor, hat sich hier schon schön in Schale, in Rüstung reingeworfen und dementsprechend werden wir dann bald mit Almosch hier loslegen. Allerdings brauchen wir noch ein paar mehr Männer. Wir haben ja doch ein bisschen was verloren. Wir können aber schon mal hier in den Stamm von Odessa ziehen, würde ich sagen. Und von dort aus dann bald als Plünderer losziehen in Richtung Weißenburg, Chilia und Tigetschi. Genau, denn die sind hier schon im Krieg mit den Bulgaren. Ihr habt es vielleicht mitbekommen beim letzten Mal. Ein großer Bürgerkrieg. Es sieht so aus, als ob der bulgarische König das gewinnen wird, denn er hat einfach schon unglaublich viele Punkte durch Schlachten gewonnen. Und man sieht jetzt auch, die Angreifertruppen sind doch wesentlich schwächer als die des Königs von Bulgarien, auch wenn die hier mehr Spezialtruppen haben und mehr Champions, hat er aber viel mehr Aufgebote. Anscheinend gibt das doch den Ausschlag, er konnte sie wohl ungünstig erwischen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass die Angreifer unter dem Graf Mihai von Galatz sich durchsetzen. Ach ja, und auch Galatz können wir theoretisch noch plündern, weil all die sind jetzt ja mit ihren Truppen wahrscheinlich woanders beschäftigt. Verzeihung. Deswegen können wir darauf hoffen, dass es dort ein bisschen was zu plündern gibt und Geld können wir immer gut gebrauchen. Ich habe ein paar Dinge noch gemacht vorab in der Folgenpause. Einmal habe ich probiert, ob wir noch irgendwo eine zweite Konkubine finden. Ihr seht schon, hier am Hof ist gar nichts. Und ich habe auch mit Charaktersuchen geschaut. Es gibt auch hier am Hof unserer beiden Vasallen niemanden, der kommen würde. Und auch in der gesamten für uns erreichbaren diplomatischen Reichweite keine einzige Frau, die bereit wäre, an unseren Hof zu kommen. Das Einzige, was wir hoffen, ist, dass nach 3 Jahren neue Gäste hier erscheinen. Das sind jetzt aktuell diese 3 hier. Ich weiß nicht, ich habe mir mal die Wiki dazu durchgelesen, wie das mit den Gästen funktioniert. Also die bleiben 3 Jahre lang da. Schade, dass das nicht im Spiel mal selbst erklärt wird, das wäre ganz praktisch. Und danach kommen neue, basierend auf der Anzahl an Hofmitgliedern, die man hat. Also es kommen umso mehr, umso kleiner der Hof ist. Mal schauen, ob wir dann da auch ein paar Frauen dabei haben, denn leider finde ich sonst leider wirklich keine zweite Konkubine. Es ist wie verhext. Naja, dann habe ich euch beim letzten Mal noch gar nicht den Kulturbildschirm gezeigt für die mogerische Kultur. Was wollen wir hier denn überhaupt auswählen? Er hat jetzt hier Währung. Ich habe mal alles durchgeguckt. Ich finde alles rollenspielerisch unpassend, bis auf noch Kasernen, die finde ich so halb unpassend. Also quasi von allen schlechten Optionen die wir auf jeden Fall wählen. Warum? Weil wir ein Nomadenstamm sind, also Kasernen passt jetzt auch nicht so wunderbar gut, aber wir kümmern uns doch nicht um sowas wie Währung, also Tauschhandel, ja, der findet statt sicherlich bei uns, aber wir werden doch keine eigene Währung hier erforschen. Eine Felderwirtschaft, wir sind überhaupt nicht richtig sesshaft. Kriegsgründe ist auch für sesshafte Kulturen oder für so Vasallen, für so Lehnsherrschaften. Genau wie das Hauptbuch, dass wir Besitz aufzeichnen, dass wir Städte planen, dass wir unser Erbe erweitern. Das könnte man vielleicht noch als nächstes nehmen. Öffentliche Bauarbeiten finde ich wieder völlig Quatsch. Und auch Motten, also Verteidigungsgebäude, sind überhaupt nicht unser Ding, weil wir ein Nomadenstamm sind, verdammt nochmal. Also leider gibt es hier nicht wirklich viel. Und Kompositbogen ist gut, weil das wurde schon entwickelt. Das gibt uns nämlich hier die Reiterschützen. Sonst könnten wir die ja hier gar nicht als Kriegsvolk rekrutieren. Plenarversammlung macht auch noch Sinn für uns. Gambeson-Antrittsplätze Onaga finde ich auch ganz nett. Übrigens, Kriegsvolk Onaga könnte man natürlich jetzt auch schon mal erschaffen. Das will ich aber erst machen, kurz bevor wir hier dann wirklich Richtung Bulgarien ziehen, weil so wirklich auf Eroberung aus sind wir derzeit ja überhaupt nicht. Das passt nicht wirklich rein. Okay, so, dann Religion wollte ich euch auch noch mal kurz zeigen, was unsere Grundsätze sind. Ich hatte euch schon mal gezeigt, bei diesem Thaltosismus gibt es hier eine heilige Stätte direkt nebenan in Olvia, die wir auch direkt besuchen können. Es gibt noch mehr Stätten, hier zum Beispiel in Kerch gibt es noch eine heilige Stätte. Es gibt noch eine hier in Sarysin und dann gibt es noch welche im Westen, hier bei Pest und bei Poschoni. Das sind natürlich Gegenden, wo wir nachher auch Gebiete halten werden irgendwann mal hoffentlich. Also da würde es tatsächlich dann auch Möglichkeiten geben, hier 2 Städten zu kontrollieren. Allerdings verlieren wir dann diese andere Städte, die uns immerhin jetzt monatliche Frömmigkeit nochmal
10% als Bonus gibt. Wirkt sich jetzt nicht extrem aus, aber ist ganz nett mitzunehmen. Ja, Glaubensgrundsätze. Wir verehren unsere Ahnen, denn sie wachen aus dem Jenseits über uns. Sie führen uns und zeigen uns den Weg voran. Dafür müssen wir sie respektieren und ehren. Dann Astrologie. Der Nachthimmel ist unser Fenster in das Reich des Göttlichen. Die großen Geheimnisse und Mysterien der Welt stehen dort geschrieben und jeder, der weiß, wo man suchen muss, kann sie auch erfahren. Das erlaubt Gläubigen, die Sterne zu lesen und so die Zukunft vorherzusagen, und das Flottentempo steigt, weil wir irgendwie die Sterne lesen können und dann besser navigieren, so stelle ich mir vor. Und wir haben verheißungsvolle Geburtsrechte. Das gibt zusätzliche Frömmigkeit, zumindest für Wunderwirker, also die diese Eigenschaft Wunderwirker besitzen. Die bekommen dann erheblich mehr Frömmigkeit. Jeder von uns wird mit einem Schicksal geboren, wobei das Wichtigste das des Taltosch ist. Jene, die auserwählt wurden, magische Kräfte zu besitzen und große spirituelle Führer zu werden. Also das ist schon ziemlich mächtig. Also sollten wir mal so einen Wunderwirker finden, dann ist das ein ganz frommer Typ. Das ist quasi einer, der hier diese verheißungsvollen Geburtsrechte besitzt. Ganz, ganz spannend finde ich das. Wir haben drei Sünden: hinterlistig, feige und schüchtern. Und vier Tugendeigenschaften: drei normale und eine Lebenswandeleigenschaft ist das hier, glaube ich. Einmal ehrlich, tapfer, gesellig, was wir ja auch selber sind, und ja, eben ein Wunderwirker. Das passt ja hier mit den Geburtsrechten ganz gut zusammen. Gucken wir uns mal die Hauptdoktrinen an. Es ist eine männlich dominierte Gesellschaft, so wie viele frühmittelalterliche Gesellschaften natürlich männlich dominiert sind. Das heißt im Übrigen nicht, dass Frauen irgendwie nur am Herd stehen, wie es im 19. Jahrhundert dann propagiert wurde. Das bedeutet lediglich, dass es eben eine Bevorzugung von Männern gibt, auch gerade was so Gesetze, Nachfolgerechte etc. angeht. Und was sie halt tun können, aber es gibt sicherlich auch immer wieder dort Ausnahmen, brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. So, es gibt eine pluralistische Doktrin. Anhänger anderer Glauben haben einen Meinungsmalus von nur 50%, allerdings ist das Gemeindebekehrungstempo auch um 20% verlangsamt. Und Grafschaft mit anderem Glauben treten sehr viel unwahrscheinlicher Fraktionen bei. Also da werden wir uns nicht so sehr mit irgendwelchen Glaubensaufständigen beschäftigen müssen. Und es gibt eine verringerte Gefahr von Ketzereien. Es wäre töricht, ernsthaft zu behaupten, es gäbe nur eine richtige Auslegung des göttlichen Willens und dass alle anderen Ansichten falsch sind. Jeder von uns hat seinen eigenen Zugang zur Verehrung von Isten. Ja, also wie man hier Götter verehrt, das ist typisch für so heidnische Glauben, die sind relativ offen für andere heidnische Glauben insbesondere, weil die natürlich auch alle ähnlich strukturiert sind und auf Pluralismus aus sind. Theokratisch ist auch klar, nur sanktionierten Taltosch kann man die Aufrechterhaltung der Doktrinen des Glaubens anvertrauen und damit auch die Verwaltung und die Pflege unserer heiligen Stätten. Ja, die Heiratsdoktrinen, wir können halt Partner und bis zu drei Konkubinen haben, das habe ich euch schon erklärt. Man kann Bastarde legitimieren. Die Ehescheidung ist möglich und erlaubt, wenn man dafür Frömmigkeit bezahlt. Und die Haltung zum Inzest, das ist auch immer wieder spannend, allgemein fürs Mittelalter. Also, Cousins und Vettern sind zwar verwandt, doch ausreichend weit entfernt, dass sie heiraten können, um die Abstammung zu bewahren. Das ist übrigens eigentlich für viele, nicht für alle, aber für sehr viele mittelalterliche Gesellschaften, die Standardeinstellung, gerade was adeligen Ehen angeht. Also Ehen, die dichter liegen quasi, die näher liegen, die sind eigentlich verpönt bis verboten, aber so Vettern-Ehen, die sind eigentlich noch mindestens erlaubt, und davon wird in vielen Gesellschaften auch wirklich umfassend Gebrauch gemacht. Das hat man historisch so vielfach belegt, das ist eigentlich schon fast der Normalfall, dass man da Ehen zwischen Cousins entsprechend erlaubt hat. Und das ist hier bei uns auch nicht anders. Und das sorgt dann nicht für das Inzestgeheimnis. Ganz wichtig, dass man das dann berücksichtigen kann. So, dann gleichgeschlechtliche Beziehungen sind zwar verpönt, also diese Sodomiteneigenschaft, sind verpönt, aber nicht ich muss mal gerade gucken. Es kann auch ein Verbrechen sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hier sieht es so aus, als wenn das als Verbrechen behandelt wird. Aber verpönt klingt für mich erstmal nach
gibt irgendwie Meinungsabzug, aber dass es nicht unbedingt ein Verbrechen ist, weil auch hier nicht verboten steht, sondern verpönt. Das ist anscheinend nochmal eine Abstufung. Ich glaube, das hier führt nicht zu einem Einkerkerungsgrund. Bin mir aber nicht ganz sicher. Könnte man bei unserer Frau nachher mal nachgucken. Die ist ja ebenfalls homosexuell zum Beispiel. Naja, männlicher Ehebruch verboten darf man nicht. Weiblicher Ehebruch aber genauso. Perversion ist verboten. Also das sind alles Einkerkerungsgründe auch. Beziehungsweise Straftaten, wenn man so will, im modernen Sinne. Verwandtenmord lediglich angewandt auf enge Verwandte. Das heißt also Verwandtenmörder bei engen Verwandten. Sobald es entferntere Verwandte sind, gibt es nicht die Eigenschaft Familienmörder. Und Hexerei ist tatsächlich akzeptiert. Das bedeutet also, wenn wir mal auf Hexen oder Hexer treffen, dann ja, wäre das durchaus legitim. Das ist auf jeden Fall akzeptiert. Klerusdoktrin, wir haben hier diese Rekrutierung. Das ist das, was unser Taltosch dann auch hat. Der hat 4 plus 4 Kampfgeschick, weil er eben hier diese Eigenschaft hat. Es können beide Geschlechter, hier sozusagen Mann und Frau, klerikal sein, also Tempel, Besitztümer verliehen bekommen und auch als Ratsprediger dienen. Klerikale Ernennung ist weltlich, also wir dürfen den Reichspriester ernennen, wir dürfen uns auch für jemand anderen entscheiden, wenn wir das wollten. Und klerikale Ehen sind eben erlaubt, also man könnte auch sagen, der Taltosch, der bekommt hier einen Ehepartner zugewiesen. Wenn der jetzt ein richtig fähiger Typ wäre, würde ich das vielleicht sogar in Betracht ziehen. Vielleicht kann man das auch allgemein in Betracht ziehen, aber ja, ich weiß nicht so richtig, da reinzureden. Weiß ich nicht. Also man kann halt ihn hier austauschen. Allerdings muss man auch sagen, es gibt zwar Leute, die besser sind in der Bildung, aber niemanden, der wirklich als Gelehrter ausgebildet ist. Man könnte natürlich aber jetzt auch hier wieder argumentieren, warum denn nicht eigentlich einen fehlgeleiteten Krieger nehmen, der doch irgendwie auch, ja, weil der ja als Taltosch irgendwie auch eine Kriegerfunktion irgendwie gleichzeitig darstellt. Ne, da wäre so ein Attila, aber der hat halt Kampfgeschick 3. Das ist halt wirklich schrecklich. Also der hat gar keine Ahnung vom Kämpfen, ist auch schüchtern. Nein, ich denke, da ist Miklos hier tatsächlich doch der Bessere noch. Okay, dann eine kurze Sache. Großfürstin Mutlu. Das wäre es jetzt erstmal zur Religion. Großfürstin Mutlu wird jetzt von höfischer Politik wieder zurückgehen. Sie hat uns ja geholfen, die Beziehung schon zu verbessern zum byzantinischen Kaiser. Aber jetzt geht sie hier auf Herrscher helfen. Warum? Damit wir keine Domänenabzüge bekommen, denn das ist schon ziemlich heftig. Man sieht das inzwischen durchschlagen. Wir können angeblich nur noch 1542 Soldaten haben. Das ist natürlich wirklich schade. Und deswegen sollten wir hier wieder auf Herrscher helfen gehen, so wie es vorab auch war. Sie unterstützt uns also auch umfassender bei der Reichsverwaltung. Und damit ist das Ding hier wieder zurückgesetzt. Das wird noch nicht aktualisiert, aber später dann können wir noch mehr Leute ausheben, mehr Krieger. Das ist auf jeden Fall gut. Und dann noch eine letzte Sache, hier die Dynastieübersicht. Ich habe mal geguckt, man kann ja hier auch sowohl den Namen der Dynastie ändern, das werden wir jetzt hier nicht machen, aber das Motto könnten wir ändern. Vielleicht hat ja jemand von euch ein rollenspielerisch passendes, cooles Motto für die Apaden bereitstehen. Mir fiel jetzt ad hoc erstmal noch kein besseres ein. Also Gott segne mich, passt jetzt eigentlich noch nicht so gut, weil wir noch nicht wirklich katholisch sind oder so. Oder meinen wir unseren Gott? Naja, also kann man so lassen. Ich lasse es erstmal so. Aber wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kommen da ganz gute Ideen bei rum. So, jetzt machen wir aber weiter. Denn jetzt wollen wir hier endlich wieder plündern gehen. So, was haben wir hier? Wir könnten natürlich auch diverse Kriege erklären und das könnte man auch argumentieren, weil wir ehrgeizig sind, aber wie gesagt, unser Ehrgeiz, der besteht erstmal darin, Einnahmen und Prestige zu erhöhen. Das könnte man natürlich auch durch Kriege machen, gar keine Frage, aber da müssen wir gleich nochmal gucken, wenn wir hier die Plünderung abgeschlossen haben sollten. So, jetzt dürfen wir auf einmal 1773 Soldaten nämlich ausheben. Das ist natürlich krass, 1565 Aufgebote. Das ist eine ganze Ecke mehr, als wir eben hatten. Kann ich die jetzt zusätzlich dann ausheben, oder? Tatsache. Da können wir jetzt nachträglich noch ausheben gehen. Und ziehen die natürlich auch noch hier unten mit hin. Ganz klar. Die Räuber hier. Und dann ziehen wir die nämlich beide zusammen. Dann passt das nämlich mit der Größe so in etwa. Sehr gut. So, da ist jetzt hier wieder Wilmosch dabei, aber wir legen gleich die Armee natürlich zusammen. Was wir dann auch mal gucken könnten, ob es eventuell sinnig wäre, hier an der Küste anzugreifen bei Bulgarien.
Ne? Aber das schauen wir dann gleich im Anschluss. So, fast 2000 Mann. Ich denke, das soll erstmal genug sein. Das sollte reichen. Wir gehen in den Plündermodus und dann fangen wir mal hier im Stamm von Weißenburg an. Hier oben leider, Tigetschi wurde schon geplündert. Das ist schade. Dann können wir nicht so viel Gold mitnehmen. Na gut, gehen wir erstmal hier nach Weißenburg und überfallen für 3 Gold. Ist eigentlich ziemlich erbärmlich, aber nun gut. So, dann ist Boris verstorben. Moment, da müssen wir uns gleich erstmal anschauen, was da Sache ist. Also Boris, der Bulgarenkönig, ist tatsächlich mit seiner Verwundung gestorben. Ich habe es ja schon ein bisschen geahnt. An seinen Verletzungen erlegen. Ja, wer folgt ihm denn jetzt nach? Das ist jetzt die Frage. Das ist er hier, König Wladimir Rasate. Und der ist auch ein fähiger Kämpfer, kein guter Kriegsstratege. Ein knausriger Buchhalter, ein religiöser Eiferer, das ist ganz schlimm. Maßvoll und auch ruhig. Na gut, nehmen wir den schon mal hier in die Pinnung. Also pinnen wir den an, damit wir ihn verfolgen können. Okay, und König Wladimir Rasate gewann den Krieg. Der Verlierer Graf Mihai von Galatz. Der wurde sogar eingesperrt hier. Oha. Das heißt, alle Kriege sind vorbei? Nein, der eine Krieg hier, der Unabhängigkeitskrieg, der läuft noch. Da muss er jetzt auch ran. Also er wird seine Truppen hier, die jetzt auch weniger sind, muss er hier noch aufteilen. Das ist doch gut. Vielleicht eine Chance für uns. Feuer und Blut. Die Siedlung von Weißenburg, eine wichtige Festung in Weißenburg, ist in die Hände meiner Männer gefallen. Wir können nun über enorme Ländereien sowie die zitternden Untertanen und funkelnden Schätze von Graf Cornelio verfügen. Wir sehen ihn hier, er hat Angst vor uns. Die Truppen sind bereit und warten auf meinen Befehl. Wir können jetzt entweder endlose Beute verlangen. Dann bekommen wir 30 Gold und 75 Prestige. Und die Grafschaft bekommt 20 Jahre unlängst geplündert. Ach so, aber das erhöht eine Volksmeinung. Okay. Und der Entwicklungsfortschritt wird um 40 gesenkt. Das ist also für Weißenburg eine Katastrophe. Oder wir könnten hier sagen, wir haben uns schon genug genommen und bekommen entsprechend Frömmigkeitspunkte. Aber ich denke, allein schon, weil wir ehrgeizig sind und weil für unsere Definition von Gerechtheit und Ehrgeiz und Nomadenleben gehört einfach hier, dass wir gnadenlose Plünderer sind. Deswegen werden wir das ganze Land auspressen. Das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Damit haben wir viel Gold und auch Prestige bekommen. Sehr schön. Wunderbar. So, jetzt ist die Frage, hierhin können wir sogar ohne Abzüge, dann machen wir das noch. Ja, wie gesagt, leider können wir hier nicht über das Meer überfallen, das ist wirklich sehr schade. Na, vielleicht kann man ja hier noch weitergehen irgendwo, ohne Abzüge zu bekommen, dass man in die Baronie von Konstanza reingeht, da ist nämlich richtig viel Beute zu holen. Mal sehen. Aber wir haben ja so das Geld erstmal schon bekommen, das müssen wir auch nicht mehr nach Hause bringen, diese 30 Gold und auch die 75 Runen, das haben wir sofort bekommen. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Okay, ansonsten könnte man sogar gegen Bulgarien schon Krieg erklären. Ja, da würde ich mir aber lieber irgendwie was wünschen, was hier vom Kaiser von Ostrom ausgeht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ansonsten fände ich das ein bisschen wagemutig. Würde zwar zu unserem Charakter passen, aber andererseits ist er ein Opportunist. Und ich glaube, so schwach sind die Bulgaren jetzt noch nicht, dass man hier völlig straffrei irgendwo rumlaufen darf. Da sollten wir vorsichtig sein. Ach, und er hat ja auch diesen Unabhängigkeitskrieg, ne? Tatsache. Das heißt also, das stört auch den Bulgarenkönig in erster Linie jetzt noch nicht so ganz dringend, wenn wir hier nochmal kurz plündern gehen. Wunderbar. So, dann holen wir uns auch hier noch das Gold aus der Provinz. Das ist jetzt nicht so super effektiv, ne? Dann haben wir hier unsere 6 Gold. 195 dürfen wir tragen. Ja, die Frage ist, sollen wir den Stamm von Galatz einnehmen? Dann haben wir hier schon 200 Mann Verluste. Damit müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das hier können wir problemlos. Ach du liebe Zeit, aber ich komme nicht von hier nach da. Das ist natürlich eine Katastrophe. Also hier unten kommen wir gar nicht hin. Hier kommen wir auch nur mit Verlusten rein. Tja.
Ich glaube, das liegt daran, weil wir über dem Limit liegen irgendwie, ne? Ist das mit der Versorgungsschwelle im Zusammenhang hier? Ich glaube, ja. Könnten wir denn... wir könnten mal wieder zurückgehen, erstmal die 6 Gold abgeben und dann gucke ich mal, ob man eventuell diese Truppe aufteilen kann und dann keine Verluste mehr bekommt, weil die muss man wirklich monatelang ausgleichen. Das ist doch sehr aufwendig. Ich meine, so gierig sind wir jetzt auch wieder nicht, dass wir hier unsere Truppen völlig darben lassen. So, wir haben jetzt einen Kriegsführungsvorzug. Ja, was machen wir? Wir können Hof machen für die ganze Komplottstärke und Erfolgschance bei Durchbrennen und Liebesdinge. Oder wir nehmen ritterliche Vorherrschaft. Ritter werden 75% effektiver. Was kommt denn danach? Vielversprechende Aussichten, Heiratsannahme. Ja, wenn wir Leute verheiraten wollen, das wird natürlich auch noch ein Thema werden. Aber ich denke erstmal die Ritter in ihrer Effektivität zu erhöhen, weil wir eh schon 8 haben, das ist relativ viel. Das ist, glaube ich, passt super. Man müsste sich das natürlich jetzt umdenken. Das ist nicht ritterliche, sondern irgendwie kriegsherrliche Vorherrschaft oder sowas, ne? Da passt die Benennung einfach nicht, aber das machen wir mal. Schalten wir das frei. Dann sind unsere 8 Champions hier um ein Vielfaches effektiver. Das sehen wir dann hier drüben, glaube ich. Genau, 175% Effektivität in den Schlachten, die uns da noch erwarten werden. Ja, hier haben wir nämlich überall genug Versorgungsschwelle, also liegen unterhalb der Versorgungsschwelle. Und dort dürfen wir durchmarschieren. Sobald wir in irgendwas reingehen, wo die Versorgungsschwelle zu knapp wird oder wo eine Liegenschaft steht, da bekommen wir dann diese pauschal, diese 100 Mann immer abgezogen. Das muss man also bedenken. So, das war wenig, 6 Gold. Naja, nicht eines Herrschers würdig. Schauen wir mal. Wenn ich die jetzt halbiere... Ich kann ja theoretisch auch 2 Plünderer-Truppen schaffen und die unterschiedlich laufen lassen. Der eine hat nun mal die Reiterei, der andere hat hier... Das, ja, hat die dann... Das ist aber für mich eigentlich okay. Ja, hier kriegen wir Zermürbung, aber hier auch. Ah, das ist immer noch überhalb der Versorgungsschwelle. Ach nee, weil er beide angewählt hat. Ach, das ist ja dieses Ding hier. Wie wähle ich da jetzt einen von aus, dass nur einer... Und nicht beide gehen. Da gab es doch irgendwie so einen Trick. Oh, das ist echt blöde gemacht. Armeen zusammenfassen will ich nicht. STRG klicken, um die Auswahl aufzuheben. Dankeschön. Das wollte ich machen. Und jetzt habe ich immer noch die Verluste. Obwohl ich unter der Versorgungsschwelle bin. Also hat das nichts mit der Versorgungsschwelle zu tun. Okay, das wollte ich jetzt wenigstens mal getestet haben. Das heißt, wir verlieren so oder so unsere... 100 bis 200 sogar Mann. Leider ist das so. Was haben wir denn hier drüben? Ja, da wollen wir jetzt nicht unbedingt plündern. Na, mit dem haben wir aber auch keine wirkliche Beziehung. Ja, es geht. Wir respektieren uns. Der hat natürlich echt viele, viele Truppen. Hier hatten wir die Schwachen geplündert. Der hat auch nicht wenig Truppen. Also, ich denke, wir machen hier einfach in Galatz weiter. Das ist irgendwie schon besetzt wohl. Von diesen Truppen. Ja, ich denke, jetzt hier lang marschieren, haben wir auch überall das Problem. Wir machen das. Wir marschieren hier drüben hin. Mal gucken, ob wir die Beute kriegen. Mal gucken, ob wir dann mit 1700 Leuten auch entsprechend noch erfolgreich sind. Ja, wir müssen jetzt aus Kleinvieh ganz viel machen hier gefühlt. Es geht ja auch darum, dass wir mal das erste Festmahl uns bald leisten können. Das wird sicherlich auch nicht unwichtig sein. So, da ist eine Armee von Galatz schon besiegt. Das heißt, eventuell kommen gleich auch die Bulgaren um die Ecke. Das ist risky. Aber wir probieren es jetzt. Mit unseren 1751 Mann, die uns dann noch bleiben, kurz zu plündern. Da drüben ist schon die nächste Schlacht. Und ihr seht, die Bulgaren machen jetzt hier kurz einen Prozess mit ihren Gegnern. Unser Champion wurde verwundet. Ach nee, das ist ja gar nicht unser Champion, das sind hier diese Leute. Da wird einem das dann trotzdem als unser angezeigt, okay. Aber immerhin, wir können noch erfolgreich plündern, das ist natürlich super. Der Fortschritt steigt nämlich sehr schnell an. 15 Gold. Ach, guckt mal! Mihai von Galatz!
Hat er den schon wieder freigelassen gehabt? Muss er ja. Der war doch eben noch beim Bulgarenkönig eingekerkert und ja, und jetzt haben wir ihn direkt eingekerkert, nachdem er gerade schon freigelassen war. Ja. Dann können wir dann Geld für ihn irgendwann verlangen. Coole Idee. Ja, ich denke näher an die Bulgaren ran. Wobei, die sind jetzt ja noch nicht mal ein Feind. Doch, hier, die Armee von Tano ist hier... Nee, die ist orange. Orange heißt, sie sind nicht verfeindet, ne? Doch, wir sind feindlich aufgrund des Überfalls in der Walachei, in Bulgarien und... auch für Prinz Jakov. Okay, also sollten wir uns zurückziehen. Das müssen wir jetzt nicht übertreiben, das Ganze hier. Leider ist ja dieses Ding hier auch überfallen worden, aber das gehört unserem Vasall, deswegen ist uns das relativ egal. Entwicklung ist eh bei null. Naja. Wurde unlängst geplündert. Gibt uns natürlich auch ein bisschen weniger Steuerabgaben. Wobei, die sind ja eh nur bei 0,2. Ambros gibt uns jetzt halt nichts mehr, sonst wäre es 0,4. Aber das ist alles nicht so schlimm. Oh, wir haben Basileus nochmal beeinflusst. Okay. Das heißt, der hat jetzt wirklich eine sehr vernünftige Meinung von uns. Der mag uns jetzt wirklich sehr. Aber wir können halt mit ihm nichts machen. Auch keine Heirat und nichts. Und ihm eine Mündel anzubieten, das würde er wahrscheinlich eh nicht annehmen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil ich das wissen will. Ja, es wäre aber noch im Bereich des Möglichen. Also, klar, Toleranz gegenüber meinem Glauben. Wenn man jetzt sagt, zum Glauben konvertieren, ändert das auch nichts. Kulturwechsel, das ist alles egal. Könnte man zum Beispiel so machen, ne? Naja. Also, viel anfangen können wir mit der Meinung nicht. Es wird halt unwahrscheinlicher, dass er gegen uns vorgeht. Das ist natürlich auch schon viel wert. Ist halt die Frage, ob man das jetzt noch ewig weitermachen will, denn ich glaube, die Erfolgschance, die ist jetzt so gering. Dann lassen wir das mal bleiben und suchen uns beim nächsten Mal ein neues Ziel aus. Dann werde ich jetzt auch hier diese Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt, ciao, ciao.